Frau Heidhoek, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Senatorin Kisseler, Sie sind ja sehr bekannt für das geschliffene Wort, aber dass Sie vor dem Hintergrund eines Aktenvorlageersuchens der gesammelten Opposition diese in Vergleich setzen mit einer Bärenhorde, da haben Sie sich vollständig im Ton vergriffen und ich glaube, das sollten Sie nicht wieder tun. Ich möchte das ausdrücklich begründen, warum ich das ein extremes Tonvergreifen einer Senatorin empfinde. Wer hat denn das Ultimatum gestellt, dass der Senat am 15. Dezember eine Entscheidung treffen will? Wer hat denn die öffentliche Erwartung geweckt, dass in einer Senatssitzung eine Abwägung stattgefunden hat? Und wer hat darüber die Öffentlichkeit in den entscheidenden Eckpunkten informiert? Das war der Bürgermeister dieser Stadt nach einer Senatssitzung. Und Sie haben da nicht nur gesessen und gesagt, wir verhandeln mal weiter, ist bisher nichts passiert, sondern Sie haben die Öffentlichkeit über wesentliche Eckpunkte informiert. Oder habe ich das missverstanden? Wenn Sie jetzt sagen, dass vor dem Hintergrund dieses Faxes, das Sie ja auch der Öffentlichkeit dann zur Verfügung gestellt haben, es nicht richtig ist, dass die zusätzlichen 198 Millionen, die haben wir uns ja nicht ausgedacht, dass die gar nicht als Eckpunkt in einen Vertrag überführt werden sollen, sondern dass das alles noch zur Verhandlung steht, dann haben Sie die Öffentlichkeit getäuscht mit Ihrer Art, wie Sie am 15. Dezember gesprochen haben und der Bürgermeister vorneweg. Sie haben uns glauben gemacht, dass Sie sich dafür entschieden haben, ein Ergebnis, ein Angebot von Hochtief in einen Vertrag zu überführen, auch wenn es 198 Millionen Mehrkosten beinhaltet. Das ist die Basis, auf der mein Kollege Dietrich Wehr sich hier argumentiert hat. Und da kann ich Ihnen nur sagen, da haben wir mehr als einen, sondern sehr viele Gründe, als Parlament zu fragen, warum eigentlich 198 Millionen? Was steckt eigentlich hinter dieser Zahl? Und diese Pflicht hat auch die SPD-Fraktion, diese Frage zu stellen. Die SPD-Fraktion hat durch ihren Vorsitzenden, Herr Dr. Dressel, ja schon pflichtschuldigst gesagt, das sei ein optimales Verhandlungsergebnis. Sie haben dem aber recht gegeben ausdrücklich, Sie haben dem beigepflichtet. Ich möchte mal wissen, auf welcher Informationsgrundlage Sie das eigentlich getan haben. Wenn Sie sagen, so ein Urteil fällen Sie auf derselben Informationsgrundlage, die ich habe, dann sind Sie ein unverantwortlicher Parlamentarier in dieser Frage. Und deswegen, Frau Senatorin, wir beziehen unser Aktenvorlageersuchen ausdrücklich auf die Akten, die die Entscheidung betrifft, die Sie nämlich schon, wie Sie gesagt haben, getroffen haben. Die Abwägung, weiter zu verhandeln mit Hochtief auf Basis dieses Papiers vom 12.12. und warum Sie nicht, was Sie als Senat monatelang veranlasst haben, eine ausführliche Prüfung, einen Ausstieg auch in Erwägung zu ziehen, diese Abwägung uns aktenmäßig darzulegen. Und wenn Sie diese Entscheidung getroffen haben, dann möchte ich mal wissen, was daran jetzt Sie in Ihrer Verhandlungsposition schädigt. Das müssen Sie, Herr Bürgermeister, dann mal erklären.
Dann müssen Sie mal erklären, ob das am 15. Dezember überhaupt ein Ultimatum war. Oder wollte das jetzt Frau Kisseler alles in Frage stellen? Insofern bitte ich die SPD-Fraktion, auch in dieser zugespitzten Situation, nochmal zu überlegen, ob es nicht wichtig ist, mehr Transparenz. Ich muss mir mal eben Wasser auf. Mehr Transparenz zu haben, um diese Abwägung auch nachvollziehen zu können. Und wir haben diese Aktenvorlage bewusst heute ins Parlament gegeben, weil wir uns vorstellen können, dass die zeitlichen Abläufe eng sind. Und wir brauchen, wenn wir die Vorstellung haben, dass Sie Ende Februar zu Ende verhandelt haben und eine Drucksache vorlegen, sozusagen eine gewisse Prävention, dass wir uns vorbereiten können. Und wenn der Senat jetzt schon mal die Akten zusammensammelt, die bis zu seiner Abwägung wichtig waren, finde ich das eine wichtige Informationspflicht gegenüber dem Parlament. Und die Akten, die Sie jetzt in den Verhandlungen gebrauchen, die wollen wir bewusst nicht haben, denn wir wissen, dass das Ihre Position schwächen könnte. Insofern stelle ich noch mal fest, Sie müssen beantworten, warum ist das eigentlich ein Verhandlungserfolg, dass es 198 Millionen mehr kostet? Das müssen Sie begründen, warum das ein Erfolg ist. Sie müssen das den Bürgerinnen und Bürgern erklären, weil Sie sich dazu ja schon verhalten haben. Ich möchte noch mal eins in Erinnerung rufen. Wir haben hier im Oktober, da hat Frau Gümbel darauf hingewiesen, eine Debatte geführt, wo die Grünen angemeldet haben, wir rechnen mit Mehrkosten von 175 plus X, weil wir wussten, dass nach unserer etwas weniger ausgereiften Kenntnis 190 Millionen strittig sind und dass man dagegen abrechnen kann, die Mehrkosten, die wir verursacht haben als Stadt in Höhe von rund über 20 Millionen, aber auch 40 Millionen, die zu Lasten von Hochtief gehen, wegen Terminverzug. Wenn Sie das saldieren, dann kommen Sie auf diese 175 plus X. Wenn ich dann ein paar Wochen später zur Kenntnis nehme, der Senat will einschlagen bei 198 alleine für die Stadt, dann muss man doch die Frage stellen, tragen wir jetzt alles Strittige alleine oder gibt es auch einen Verhandlungserfolg, den ich irgendwie in Zahlen greifen kann? Die Grüne Fraktion ist ausdrücklich nicht festgelegt, wie wir am Ende diesen Abwägungsprozess bewerten werden. Und wir sind deswegen auch nicht festgelegt, ob wir sogar zustimmen, ob wir uns enthalten oder ob wir meinen, wir müssen dagegen stimmen. Sie müssen auch erklären, Herr Bürgermeister, warum zum Beispiel der ganz wichtige Eckpunkt, den Sie verkündet haben öffentlich mit Ihrer Senatorin, es soll zukünftig ein Schiedsverfahren geben, um strittige Dinge zu klären, warum das nicht mehr gilt, warum das gut ist für die Stadt. Denn bei diesen strittigen Forderungen handelt es sich um einen Streitwert eines dreistelligen Millionenbetrages. Deswegen, Herr Bürgermeister, ich glaube in der Tat, Sie haben sich in den letzten anderthalb Jahren von einigen Fehleinschätzungen leiten lassen. Das kann sein. Sie schütteln schon wieder den Kopf, ohne mir zu Ende zugehört zu haben. Darauf komme ich noch zurück. Ich kann in einer Debatte auch gerne Kritisches, können wir zu uns sagen. Ja, wir beherrschen diese Kunst, Sie nicht. Aber ich möchte jetzt allen Ernstes auf den Punkt zurückkommen und bitte Sie, jetzt nicht dazwischen zu reden, sondern mir zuzuhören. Ich glaube, der Bürgermeister hat sich von Fehleinschätzung. Das ist nicht so einfach, das Thema Elbphilharmonie. Hören Sie mir bitte noch mal zu. Die erste Fehleinschätzung ist, dass man mit einer Konfrontationsstrategie zu einer günstigen, finanziell günstigen Lösung für die Stadt kommen kann. Das
ist meine Ansicht, dass das eine Fehleinschätzung war und dass der Bürgermeister sich davon hat leiten lassen, weil er hat diese Konfrontationsstrategie ausgelöst. Sie haben viel Zeit und Ressourcen da reingesteckt, ein Ausstiegsszenario zu entwickeln, aber Sie haben das dann überhaupt nicht wirksam eingesetzt, nach jetziger Erkenntnislage. Deswegen das Aktenvorlage ersuchen. Da ist nämlich nichts von zu finden, wo das wirksam geworden ist. Und Sie haben Ultimaten gesetzt, die wirkungslos verpufft sind, wenn wir nur an die Eckpunkte mit Hochtief denken, was das Schiedsgerichtsverfahren angeht. Das ist später von Hochtief anscheinend vom Tisch genommen worden. Und Sie haben sich mit diesem Ultimatum selber unter Druck gesetzt, um eine öffentliche Inszenierung am 15. Dezember zu machen. Deswegen sage ich, es wird Zeit, dass der Bürgermeister in der Tat, Herr Wersig, für diese Fehleinschätzung Verantwortung übernimmt. Wir vermuten, dass diese Fehleinschätzung auch Geld gekostet haben. Und ich sage Ihnen von der SPD, von dem Typ SPD-Politiker, der immer glaubt, er mache alles richtig, können wir in diesem Land ein paar weniger gebrauchen. Das ist mal klar. Applaus